know who I do it for. Ain't low, just wondering. Bitch, I do it for my I suicide by my city. That means when I blow up, I'm taking all of you with me. My first name ain't Byron, but I'm the only one left, which means I'ma do it till I die in my death. Servus Leute, was geht ab? Ich bin der Chiller und willkommen bei diesem richtig geilen Can You Beat This Intro geht's jetzt los. Genau, ich habe bei der Can You Beat This Challenge Nummer 5 ist es jetzt, glaube ich, bin mich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall habe ich da mitgemacht und es hat mir echt richtig viel Spaß gemacht. Die Challenge bestand diesmal darin, dass man ein Bodenkrieg-Herrschaftsspiel, egal auf welcher Map, mit einem 200-0 gewinnen soll, also dass der Gegner keine einzige Flagge einnehmen darf. Bei uns ist jetzt zufällig, in Anführungsstrichen, auch auf der Map Interchange entstanden, wie bei dem Commander Krieger. Wenn wir uns die Map Interchange mal von oben anschauen, dann sehen wir, dass kein Team eine Flagge spawnt. Und das macht die Challenge, ein Herrschaftsspiel in Bodenkrieg zu gewinnen, ohne dass ein Gegner eine Flagge einnimmt, eben auch möglich. Denn normalerweise auf den anderen Maps ist es ja so, dass ein Team bei der A-Flagge spawnt und das andere bei der C-Flagge. Da es hier nicht so ist, kann man wirklich, wenn man sich gut im Team abspricht, ausmachen, dass drei Typen zu A gehen, drei zu B und drei zu C. Und Absprache ist wirklich das Wichtigste. Ich meine, wenn man kein Team hat und sich nicht irgendwie in Skype oder was weiß ich, kann auch im Ingame-Chat sein, dass wenn man sich dann nicht abspricht, dann kann man es wirklich vergessen. Also wir haben die ganze Zeit über Skype geredet und eben vorm Spiel ausgemacht, wer zu C geht, wer zu A geht, wer zu B geht. Und wir haben jetzt hier drei auf C, einmal den Krüsi 8, die Popcorn-Tüte und der Chiller for Killer, also ich. Auf B waren Mr. Cookie, der Bam und der Yannick und auf C waren dann der Lutscher, der XboyHDXX und der Akimbo. Und es ist wirklich, also wir haben ungefähr 5 Spiele gebraucht, bis wir es geschafft haben. Und es ist wirklich so, dass hier auf Interchange das komplette Spiel sich eigentlich auf eine Flagge verlagert. Es kann die A- oder die C-Flagge sein, aber auf B ist eigentlich nicht, weil wenn man die B-Flagge einmal hat, dann ist die Flagge wirklich die leichteste zum Verteidigen, weil sie einfach so zentral gelegen ist und da einfach so viele Leute drauf schauen. Und ja, also hier geht's jetzt los, mal aus der dritten Person. Ich lege gleich meinen Taktikanstieg, weil es einfach wichtig ist, wenn ich jetzt hier sterbe, dass ich so schnell wie möglich wieder bei der A-Flagge bin und eben helfen kann, die Flagge einzunehmen. Ich habe eben einen Tag, bevor wir es probiert haben, meine Abonnenten gefragt, ob ein paar mitspielen wollen. Da haben sich ein paar getroffen. Und ja, dann haben wir eben ein paar Spiele gespielt und die Taktik ausgemacht und so. Und wirklich rausgefunden, dass es nur auf der Interchange geht. Oder ja, eben wie gesagt, fast nur. Wir waren noch kurz davor, es auf Fallen oder auf Village zu schaffen. Aber das war echt ziemlich knapp und war wirklich ziemlich ärgerlich. Wir haben beides mal um die 150-0 geführt. Dann hat der Gegner eben eine Flagge bekommen, weil alle Typen gestorben sind und der Taktikanstieg irgendwie verhindert wurde. Das ist echt scheiße, wenn es passiert, wenn die Taktikanstiege verhindert werden und man dann auf der ganz anderen Seite spawnt. Hatten wir dieses Spiel zum Glück nicht so, weil die Gegner irgendwie nicht so ganz die hellsten waren, kommt mir es jetzt so vor. Und ich habe jetzt hier den Callout bekommen, dass gerade nur ein Typ auf B ist und deswegen bin ich auf B gegangen, habe ihm geholfen, die Flagge einzunehmen. So, jetzt haben wir sie und jetzt habe ich auch schon meine Predator bekommen. Die löse ich natürlich gleich aus und sichere damit die C-Flagge, weil ich da gehört habe, dass sie auf C Hilfe brauchen. Und ich komme jetzt mal zu meiner Klasse, da ich das jetzt hinter mir habe. Ich habe die SCAR L, heißt der MW3 jetzt und nicht mehr SCAR H, mit Magazinerweiterung und Kick dabei. Magazinerweiterung ganz klar, weil ich mehr Muni haben will und weil ich einfach größere Gegnermengen auch ausschalten kann. Und Kick natürlich, weil ich eben auch vor allem den rechten Weg, ich bin bei A, wenn ich mal wieder da bin, auf jeden Fall den rechten Weg, da wo ich jetzt hinlaufe, in die Richtung. Da sind die geht natürlich ziemlich weit weg und man sieht sie wirklich ziemlich wenig. Deswegen habe ich auch Meisterschütze dabei und weil die SCAR H schon echt mehr verwackelt als die ACR zum Beispiel, habe ich mir eben Kick drauf gepackt und ja, das passt eigentlich. So, ich komme jetzt mal auch gleich zu den Killstreaks. Ich habe, wie ihr schon gesehen habt, die Predator, den Kampfhelikopter und den Payflow dabei. Ich werde auch alle erreichen. Ich habe jetzt gerade eben schon meinen ersten Payflow bekommen und gerade ist, glaube ich, noch mein Kampfhelikopter in der Luft. Und das ist auch wirklich eine wichtige Sache, die ihr machen müsst. Also, ihr müsst euch wirklich danach, vor dem Spiel, bevor ihr online spielt, also Public, müsst ihr euch wirklich absprechen im privaten Spiel mal, wer welche Klasse mitnimmt. Natürlich, also wenn ihr genau das hier machen wollt,
dann braucht natürlich jeder, am Anfang zumindest, jeder Extrembedingungen und Taktikanstieg. Extrembedingungen kann man dann, wenn man Taktikanstieg bei der Flagge hat und man alle Flaggen hat, irgendwann auch mal weglassen. Aber davor ist es wirklich ziemlich wichtig, dass man eben vor den Gegnern bei den Flaggen ist. Und ja, Taktikanstieg erklärt sich von alleine. Nun kommen wir zu den Killstreaks, weil die Killstreaks sind auch wirklich eine wichtige Sache, weil wenn jeder jetzt zum Beispiel die Killstreaks, die ich dabei habe, mitnimmt, also die Predator, den Kampfhelikopter oder Kampfhubschrauber, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, und dann noch den Payflow, dann ist es wirklich so, dass ihr immer nur ein Helikopter draußen haben könnt und dann 10 Leute warten, bis sie ihren Helikopter reinrufen können, und das ist schon ziemlich blöd. Deswegen haben wir uns abgesprochen. Manche hatten die AH-6-Überwachung dabei, ziemlich viele hatten die Predator dabei, wenn man die eben schnell auslösen kann und eine Flagge sichern damit. Dann hatten ein paar das Geschütz dabei, ich glaube eine oder zwei hatten das IMS, dann hatten ganz viele eine Drohne dabei, auch im Angriffspaket, und zwei hatten das Support-Paket dabei, der eine mit der Drohne und der Konterdrohne und der andere mit der Drohne, Konterdrohne und ich glaube dem SAM-Turret. Ich denke, es müsste SAM-Turret sein. Auf jeden Fall müsst ihr euch da wirklich absprechen, weil das ist wirklich sinnlos, auch wenn jeder die Drohne mitnimmt. Weil, ich meine, irgendwann, wenn ihr das Team so dominiert, dann werdet ihr wirklich viele Killstreaks bekommen. Und wenn dann 10 Drohnen gleichzeitig draußen sind, ist es wirklich auch nicht mehr so sinnvoll. Und ihr seht jetzt hier, ich bekomme gleich meine Predator. Dann geht es auch ziemlich schnell zum Kampfhelikopter. Und ich muss euch wirklich sagen, die eigentliche Challenge bestand nicht darin, das hier zu schaffen, ein 200-0, sondern den Lobby zu finden. Weil wir haben wirklich nach einer Zeit, ja wie gesagt, rausgefunden, dass man es eigentlich fast nur auf Interchange schaffen kann. Und dann sind wir wirklich in den Lobby reingegangen und haben gesucht, wenn Interchange-Herrschaft nicht da war, sind wir wieder raus, dann sind wir wieder rein, haben neu gesucht, dann sind wir wieder raus. Und es hat dann wirklich teilweise echt eine halbe Stunde gebraucht, bis wir eine Lobby gefunden haben. Und dazu mal hier ein kleiner Ausschnitt. Ja, so sah das dann wirklich oft aus, und da hatten wir wirklich ewig manchmal gebraucht, eine Lobby zu finden, wo Interchange zur Auswahl stand. Und dann, wenn wir auch, es war auch öfter so, dass wir eine Lobby gefunden haben mit Interchange, aber wir dann keine Lobby aufgemacht haben, sondern wir irgendeiner anderen random Lobby gejoint sind, das war dann natürlich auch extrem ärgerlich. Aber ich muss trotzdem sagen, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, also ich werde es auf jeden Fall nochmal wiederholen mit meinen Abonnenten. Und ja. Und wie ihr hier in dem kleinen Ausschnitt da schon gesehen habt, hatten wir alle den gleichen Clan-Tag, das gleiche Emblem und den gleichen Titel drin, denn, keine Ahnung, wir fanden das einfach ziemlich cool, einfach so einheitlich da, ich sag's mal, aufzutreten, weil wir haben uns gedacht, wenn wir alle das gleiche drin haben, dann gehen die guten Spieler raus, weil sie Angst vor so einem Team haben, die eben alle in einem Clan sind, und dass dann nur noch die schlechten Spieler drin bleiben, die noch nicht so wissen, was ein Clan-Tag ist und so. Naja, ich meine, es hat so teilweise funktioniert, aber manchmal würden wir wirklich auch mit ziemlich guten Spielern in ein Spiel reingetan. Und ich kann euch wirklich nur nochmal sagen, wenn ihr diese Challenge hier probiert, dann habt wirklich keine Angst, irgendwie overpowerte Sachen zu benutzen, wie jetzt zum Beispiel die ACR mit einem Schalldämpfer, auch wenn sie in meinen Augen nicht overpowered ist. Und Overpowered sowieso ein behindertes Wort ist. auf jeden Fall könnt ihr auch die FMG Kimbo ruhig benutzen oder irgendwelche Werfer, Noobtube, was weiß ich. Auch wenn der Noobtube nicht so stark ist, egal, benutzt alles, weil diese Challenge ist wirklich nicht leicht. Und ja, da kann man schon wirklich alles benutzen, was man nur kann. Und wenn man hier alle Flaggen hat, dann ist es wirklich ziemlich leicht, einfach alle zu halten, weil immer 3 Gegner mit Taktikanstieg. Na gut, das Spiel ist zu Ende. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war ein 47 zu 2 für mich. Mit einer richtig sexy Abschlusskill vom Killcamp von dem Krüsi 8. Und unser Team hat natürlich mit einem 200-0 gewonnen. Ich hatte einen Score von 47 zu 2. Ist doch echt ziemlich gut. Und
Hätte ich echt nicht mitgerechnet, dass ich bei der Challenge hier noch so einen guten Score reiß. Und ihr könnt jetzt mal in unsere Sky-Konfi reinhören, was da abging, als wir gewonnen haben. Ja, Mann! Ja! Ja! Ja, geil! Also, ey. Ja, Mann! Geil! Ey, richtig geil, Mann! Ja, wir waren schon echt ziemlich erleichtert, als wir es geschafft haben, weil wir saßen wirklich bestimmt 2-3 Stunden oder 4 Stunden vielleicht sogar dran und haben vielleicht insgesamt 20 Minuten gespielt. Naja, so ist es halt. Und Krieger, du hast es gefragt. Und meine Frage lautet, can you beat this? Ja, lieber Krieger, da muss ich dir ganz klar sagen, yes we can. Also es hat richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Servus Leute, haut rein.